keine Ahnung. Ich glaube, wir fahren einfach ziellos über die Autobahn, bis der Tank leer ist. Okay. Wie Schreck einst sagte, besser raus als rein, ne? Ja. Was Schreck sagt? Das Gesetz. Ja. Oh, guck mal, eine Baustelle. Wir hatten schon lange keine Baustelle mehr. Das ist, glaube ich, schon die 14. auf 13 Kilometer. Ist das die 60? Ja. Wir fahren auch nur 60. Das sieht nur sehr schnell aus. Sollen wir mal erzählen, wo wir hinfahren? Erzähl mal, wo fahren wir denn hin? Ich dachte, wir fahren, bis der Tank leer ist einfach. Also. Kommen wir mit dem Auto nicht weit. Nee, ich habe voll getankt, bevor wir losgefahren sind. Der bremst. Ist kein Blitzer, nee. Ich weiß links nicht. Ausgeschaltet, überholt. Fahren nach Le Mans, ja. Ein bisschen Rennen gucken, wie die Autos mit 350 an dir vorbeifahren. So, eigentlich fangen wir auch jedes Video gleich an. Wir sind wieder unterwegs. Und wo geht's hin? An den Nürburgring. Surprise, surprise. Ja, aber ich fahr dieses Mal leider nicht selber. Also zumindest jetzt fahre ich, aber nicht auf der Strecke. Dieses Wochenende ist ja DTM am Nürburgring. Und unser Team Schnitzelalm macht einen Gast bei der DTM-Trophy. Und der Marcel fährt. Und da haben wir gedacht, wir müssen da heute mal vorbeifahren und dem Team auf die Finger gucken, dass die auch alles richtig machen. Und vor allem das Buffet leer essen, weil da gibt es immer gutes Essen. Und machen uns einfach mal einen coolen Tag am Nürburgring. Das ist auch irgendwie mal super ungewohnt, ohne Rennklamotten dahin zu fahren, oder? Ja. Ohne Koffer. Sonst ist das Auto immer randvoll beladen mit irgendeinem Krempel, aber dieses Mal haben wir eigentlich nichts dabei, außer so einen kleinen Rucksack und halt was vom Bäcker. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wem wir da alles über den Weg laufen heute. Lass uns mal überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Alter, was für ein geiles Design. Hast du das gesehen? Ja. Also hier habe ich auch noch nie im Stau gestanden, um ehrlich zu sein, ne? Ne, ich auch nicht. Schön nettige. Eigentlich können wir ja aussteigen, ein bisschen zugucken gehen. Ne? Das ist aber unspektakulär. Das geht ja richtig krank hoch da vorne. Ja, was glaubst du denn? Das sieht man als nie so. Da setzt du bei 260 auch mal richtig auf mit dem Auto, nachdem wo du da drüber fährst. Und machst richtig krack. 12 Stunden später. Wir haben einen Parkplatz. Wir sehen aus wie die größten Touristen, oder? Ja. Es fühlt sich so komisch an, es ist so ungewohnt. Ich habe das letzte Mal auf der Rennstrecke zum Zugucken war ich vor 3 oder 4 Jahren. Jetzt geht doch mal nicht immer so nah an die Kamera. Ich bin gerade nah zu. Du hast mich voll gekratzt. Ich bin so witzig. Nein, ich habe nicht gefilmt. Hab dafür auf die Kamera gerotzt gerade. Cool. Also jetzt müssen wir es nochmal machen. Weil das war sau cool. Achtung, man denkt, das ist Slow-Mo. Aber ich habe einfach so eine ruhige Handführung, dass es in Echtzeit ist. Ich brauche gar kein Slow-Mo. Lol, anscheinend haben sie von dem einen die Zeit gestrichen. Na warum? Das wird halt auch noch langsam, oder? I just bought a new way. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's fresh enough to prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side. Make you laugh to know it. That's the stuff that I love, la, la, da, da, da. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. We can hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Just laugh if you wanna. Late nights under stars if you wanna. We could just kiss if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. It's like the
story of my life. Best friend, but we rocking all the same things. Say you need me, but you really trying to change lanes. Well, I don't even care. In my life, I don't battle with no fear. Fighting dragons, always been a real one. Hate you saying showing love, you a real chameleon. Get the facts freaking straight, always on repeat. Like, we could be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Late nights under stars if you wanna. We could just kiss if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Wir sind gerade voll im Stress, obwohl wir eigentlich zuschauen wollen. Wir haben gerade noch DTM-Rennen geguckt auf der Tribüne und sind gerade ins Zelt, weil wir Marcel noch viel Glück wünschen wollten. Aber der ist schon weg. Weil, die stehen noch da vorne. Vielleicht, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch rechtzeitig. Dann kann ich dem nochmal einen Nackenklatscher geben. Und dann wird es richtig ernst. Weil dann ist nämlich das erste DTM-Trophy-Rennen dieses Wochenende. Und dann gucken wir mal, wo der Marcel rauskommt. Soll er mal auf jeden Fall Gas geben. Das ist so ungewohnt hier mit Quad und Reifen. Ja, danke schön. Wie gesagt, das Thema sein könnte, aber wenn ihr noch ein bisschen Platz habt, okay. War dann nicht ganz sicher, ob wir doch noch einen Krieg oder nicht. Deswegen war ganz gut, dass wir die noch eine Runde danach hatten. Dann wäre es Training geworden. Ja, ich würde sagen, von P2 auf P3 zurück. Wir haben alles versucht, bei beiden Straßenverkehrs vorbeizuziehen. Aber ich glaube, das ist einfach zu erfahren. Und klar, es lässt mich auch verhungern. Im Auto. Einmal kurz Quad filmen, weil es so geil ist. Oh, Schluss. Ja. Ja. Marek, wo sind deine Teamklamotten? Kofferraum. Ich habe alles mitgenommen, falls ich doch fahren sollte heute. Falls du machst halt schlecht. Vielleicht hat mir einer was ins Essen gemacht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber nur Vermutung. Wenn er gleich Durchfall hat. Nein. Meine Haut wird manchmal rot. Einfach so. Du hast, glaube ich, einen Sonnenstich, kann das sein? Das kommt davon, wenn man ohne Kappe in der prallen Sonne sitzt. Ich habe eine Kappe, aber nicht eingecremt. Ich war eingecremt, aber keine Kappe. Wir ergänzen uns so gut, ne? Was haben wir da alles erlebt? Erzähl mal. Ich habe mal wieder auf einer Tribüne gesessen. Wir haben ganz viele Rennautos zugeguckt, wie sie im Kreis gefahren sind und an uns vorbeigefahren sind. Ganz viel Daumen gedrückt. Ganz viel Daumen gedrückt für unser Team. Marcel ist jetzt Achter geworden im ersten Rennen. Ich glaube, das erste Rennen in diesem Format, was das Team gefahren ist, ist eigentlich echt ein gutes Ergebnis. Morgen soll es regnen, so was ich mitbekommen habe. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Das gucke ich mir auch an von der Couch. Also ich mache es morgen sehr gemütlich. Heute ist ja noch 24 Stunden Le Mans, das gucken wir auch gleich. Das heißt, wir fahren, also unser Tag ist auch lange nicht vorbei. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir fahren nach Hause, legen uns auf die Couch, gucken 24 Stunden Le Mans Rennen, bis wir einschlafen, wachen auf, gucken weiter, gucken DTM-Trophy, schneiden Video. Ja, dann ist das Wochenende schon wieder vorbei. Ne? Es war auf jeden Fall ein sehr cooler Tag. Und zwar irgendwie super ungewohnt, an der Rennstrecke zu sein und halt nicht zu fahren. Das war echt merkwürdig, aber halt ganz entspannt. Ne? Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue DTM-Format mit den GT3-Autos findet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Bei irgendwas, was wir machen. Tschüss.